Moin Leute, melde ich mich mit dem sechsten Teil Einstieg Rotlichtmilieu. Wir haben das abgeklärt, dass es wirklich losgehen soll. Wir erwarten die großen Einnahmen, aber das Haus muss her. Die Frauen, die jetzt raus möchten aus dem Nachtbetrieb, aus dem Bordellbetrieb, die müssen dann ja auch sozusagen in einer Wohnung dann sitzen. Man muss sich das so vorstellen, dort wird meistens eine Zweiraumwohnung für genutzt. Ein Raum, wo gesessen wird, das genutzt wird wie so eine Art Wohnzimmer, oft so eine Mischung aus Wohnzimmer, Küche. Und dann gibt es das Zimmer, wo dann nachher drin gearbeitet wird bzw. angeschafft wird. Das heißt, wir wollten das relativ einfach machen, weil wir hatten jetzt die Zusage, dass einmal die Frau aus Litauen dort arbeiten wollte und ihre Kollegin auch, die auf der Couch gesessen hatte, die hätte auch gesagt, sie würde raus aus dem Nachtbetrieb und die dann auch gesagt hat, ja, sie würden dann ganz viele Kontakte untereinander mobilisieren und dass wir uns darüber überhaupt keine Sorgen machen müssen. Jetzt musste das Haus irgendwie her. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch so halb aktiv im Werwolf-Club, gerade Übergang in die Rocker-Szene, in den Motorrad-Club nach Rostock. Aber das wird ein separater Erzählstrang irgendwann. Und es war dann so, dass wir in dieser Fischerstraße, so hieß die Straße in Wismar, dort hatten wir mit dem Neonazi-Club hatten wir ein Haus angemietet. Und der Vermieter, der war wirklich schmerzfrei, selbst wenn die Stadt Druck auf ihn ausgeübt hat und so weiter, war ihm das relativ egal. Der hatte sein Geld durch Fördermittel nach der Wende gemacht und hatte dort sehr, sehr viele Häuser gekauft, die einigermaßen saniert, so dass EU-Gelder geflossen sind, und hatte dann wirklich mehrere Häuser und ganz viele Wohnungen in der Stadt und hat ein recht ausgesorgtes finanzielles Leben geführt. Den hatten wir ja auch immer Cash bezahlt, dann sind wir zu ihm hingefahren. Der war so ein bisschen auch so ein Pi mal Daumen-Kaufmann, ja, also der seine Häuser warm vermietet. Wer weiß, an welchen Zählern der gedreht hat und so weiter, ob das alles immer richtig abgerechnet worden ist, aber das ist jetzt nicht in meiner, liegt jetzt nicht in meiner Beurteilung. Und dann sind wir zu ihm gefahren und hatten gesagt, Mensch, wir suchen ein Haus. Denn wir waren uns relativ sicher, viele Normale, wenn ich normal immer sage, dann mache ich mal so, viele Normale haben natürlich keinen Bock drauf, irgendwie ihr Haus mit, was weiß ich, 3, 4 Wohnungen drin, das zu vermieten, dass dort der Prostitution nachgegangen wird. Das ist auch richtig so. Das riecht ja dann auch sozusagen nach Ärger. Wer weiß, was da passiert. Das ist vielleicht, erstens sind wir zuverlässige Zahler, zweitens kann es dort Ärger geben, ist das illegal, kommt der Staat. Wie werden sie öffentlich dann vielleicht dargestellt? Mensch, ich habe gesehen, in deinem Haus ist jetzt ein Apartmenthaus, Modellwohnung wird das ja genannt, ist dort installiert worden. Das kommt dann nicht so gut an. Also wir sind dann zu ihm gefahren. Der war, auch wenn wir recht imposant wirkten, war er dann doch immer so, dass er, ihm war das egal, dem brauchte man mit Druck nicht kommen. Der hatte, glaube ich, in seinem Leben auch schon einiges gesehen. Wir sind dann zu ihm hin und hatten gesagt, Mensch, wir bräuchten noch ein Haus. Und dann sagte er, ja, er hat ja noch eine Immobilie gegenüber von dem von dem aktiven Nazi-Club, hat er noch ein Haus gegenüber, das wir mieten könnten. Da wären 4 Wohnungen drin, eine Einraumwohnung und 3 Zweiraumwohnungen. Das würde natürlich für uns super passen. Wir hatten uns dann sofort gedacht, okay, in die Einraumwohnung unten kann dann die Person sitzen, die sozusagen die Kontrolle hat, die Abrechnung macht für die Frauen, das Geld verwaltet. Die sitzt dann dort morgens von 10 bis 22 Uhr und übernimmt dann dort die Kontrolle. Und es ist dann so, dass wir relativ schnell uns einig wurden. Er sagte dann so, dass er dafür irgendwie 1.800 Euro warm haben würde und er bräuchte erstmal 3.000 oder 4.000 Euro Mietkaution. Aber er würde mit uns da jetzt schnell hinfahren, dass wir uns das Haus angucken können. Ich habe natürlich erstmal geguckt, okay, super, erstmal die ersten 5 Mille weg, plus nochmal die erste Miete, sind 6.000, 7.000 erstmal gleich weg. Aber sollte ja alles in einer Woche zurückkommen, das Geld. Also, wie immer, Gier frisst Hirn, okay, erstmal zusagen, lass hinfahren, lass gucken. Der große Vorteil bei ihm war natürlich immer, seine Wohnungen waren eingerichtet. Er hatte so eine Art Pensionsbetrieb. Was heißt eine Art Pensionsbetrieb? Er hatte einen Pensionsbetrieb. Alles immer, sage ich mal, so niveaumäßig. Das war schon
das ist noch so gerade so Übergang von der DDR zu einigermaßen westlichen Standard war das so. Ja, der hat auch immer beim Rotkreuz oder bei irgendwelchen so Secondhand-Möbelhändlern hat der immer alles aufgekauft. Das war immer so zusammengestellt. Kann man sich einigermaßen vorstellen, wie das dann so immer aussah. Aber es hat gereicht. Die Übernachtungen waren immer preiswert bei ihm. Also das lief dann so einigermaßen für ihn. Wie kam dann rein und man darf dann in diesen Häusern darf man nicht so im Detail hingucken, ja. Also das ist für jemanden, der dann im Handwerk weiß, wie eine Wasserwaage aussieht und wie man Tapeten klebt und so weiter, darf man nicht so hingucken. Aber das war uns völlig egal, denn hier sollte es ums Business gehen und alles andere, da haben wir uns dann vorgenommen, das flicken wir dann so drauf los, wie wir das für richtig halten. Ja, nehmen irgendwelche Hiwis, die dann das dort reparieren und dann stellt man ein Poster drüber oder man stellt eine neue Kommode hin und so weiter. Und es war dann so, dann sind wir zu dem Haus gekommen. Wir hatten uns dann auch gedacht, so okay, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das Haus gegenüber von dem Club ist, wo wir sowieso immer noch regelmäßig rumhängen. Dann sind immer Leute da, wenn es Ärger geben würde, irgendwelche Freier bezahlen nicht und so weiter, können wir immer schnell anrufen und irgendwelche Jungs von gegenüber gehen dorthin, haben Auge drauf, die Frauen fühlen sich sicherer und so weiter. Ja, ob das so hingehauen hat, das prüfen wir dann nochmal später. Und wir sind dann in das Haus rein und das Erste, was wir gesehen haben, war so eine steile Treppe. Das war ein Altstadthaus und da die Stufen gingen hoch fast wie eine Leiter. Okay, die Einraumwohnung war unten, kommst rein, okay, das passt. Alles separate Türen, Klingelanlage mit Summer zum Aufmachen, alles so Kleinigkeiten. Okay, das passt, aber die Treppe nach oben, scheiße. Ja, wir beide sind die Treppe schon so kaum hochgegangen, ja, beide stabil über 100, 110, 120 Kilo und naja, man redet sich das dann so gut, man will das Negative nicht so sehen, wir sind dann mit ihm rein und haben dann geguckt, ja, okay, ausgestattet, wir können hier relativ schnell loslegen, er sagt auch, okay, für mich ist egal, wenn ich hier meine Mietkaution kriege und ihr bezahlt das, dann könnt ihr relativ schnell loslegen. Ja, und dann redet man sich dann noch so ein bisschen ein und sagt, ja gut, dann wir nehmen das Haus erstmal und dann ziehen wir nach 3 Monaten um, wenn dann richtig viel Geld fließt oder dann kaufen wir ein Haus oder bauen ein Haus und so weiter. Ja, völlig losgelöst, so ein bisschen von der Realität, aber das ist so, wenn du den ganzen Tag über Geld schnackst, das man noch nicht hat und wie schnell alle damit Geld verdienen, wie reich man damit wird, dass man schon fast ein Lambo bestellt und plant, wie man das Haus baut. Dann nimmt man sowas erstmal und sagt, naja, wer hier dann Knickknack machen möchte, der wird die Treppe dann schon hochgehen. Das heißt, wir haben uns die anderen Wohnungen noch angeguckt, das war alles einigermaßen passabel. Natürlich war es klar, dass wir noch ein paar Möbel kaufen müssen, auch ein paar Betten kaufen müssen und haben uns das dann angeguckt. Wir waren dann in der obersten Wohnung, es war sowas wie, ich will nicht sagen eine Penthouse-Wohnung, aber so eine schöne ausgebaute Dachgeschosswohnung. Da hing dann auch schon eine Liebesschaukel drin, da mussten wir ganz gut schmunzeln, weil wir dann den Vermieter so gesagt haben, ja, nee, die benutzt er privat, ja. Und der Vermieter war dann jetzt auch schon so knapp so an die 70 ran und er steht dann da so, ja, das ist hier meine Liebesschaukel und so. Und wir so erstmal, na gut, too much information war das so für mich, ja. Also, dass ich mir so, weißt du, wenn er da so daneben steht und ich gucke die Schaukel so an und gucke, oh, nee, bitte nicht. Ja, aber natürlich passte uns, dann hatten wir uns dann auf die Forschung, oh, hier oben, das wäre mir dann, da muss man dann mehr bezahlen, ja, das ist dann so das Deluxe in dem Haus, ja, und dann spinnt man sich das so hin und wenn beide dann so euphorisch sind, ja, dann blendet man so das Negative aus und dann, ja, volle Attacke und machen wir. Wir haben uns dann relativ schnell vor Ort da geeinigt, ich habe gesagt, gut, ich bringe die Mietkaution dann die Tage vorbei und gut, nochmal schön Kohle. Und dass wir relativ schnell loslegen können. Und das haben wir dann auch so getan. Ich habe das Geld dann ihm relativ schnell vorbeigebracht. Und dann mussten wir jetzt natürlich auch gucken, wer sitzt nachher in diesem Apartment unten und kontrolliert die Frauen. Wir hatten dann immer wieder sehr engen Kontakt zu den beiden Frauen aus dem Bordell, die dann auch gesagt haben, ja, sobald die Wohnungen stehen und es wird Werbung geschaltet, dann geht das sofort los. Dann hatte sich das rumgesprochen, dass wir auf jeden Fall in der Stadt das jetzt machen wollen würden. Da hatte sich eine ehemalige Prostituierte gemeldet, die auch schon hinter der Bar gearbeitet hat. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass viele ehemalige Prostituierte nachher irgendwann in Bordells hinter der Bar stehen und dort dann den Barbetrieb machen. Und es war dann auf jeden Fall jetzt so,
dass sie sich gemeldet hat, hat gesagt, naja, sie würde sich unten hinsetzen den ganzen Tag von 22 Uhr bis 22, von 10 Uhr bis 22 Uhr, würde sie sich dort hinsetzen, das abkassieren machen und so weiter. Und sie hat auch noch ein paar ehemalige Freier, mit denen sie Kontakt hat, und sie würde dann auch ab und zu noch Knick-Knack machen. Ja, dann haben wir uns mit ihr getroffen und sie hatte dann gesagt, okay, läuft alles, und dann fühlten wir uns natürlich schon mal auf der sicheren Seite. Okay, die beiden Frauen fangen an zu arbeiten, sie sitzt unten, wird auch ab und zu ein paar Freie bedienen, haben uns das hochgerechnet und haben gesagt, boah, nee, in den nächsten Tagen geht richtig Geld verdienen los. Aber jetzt war es dann noch so, dass der Mike hatte auch noch Kontakte zu einer Thai-Massage aus Wismar und sagte so, ja, da können wir uns ein bisschen absprechen, dass wir uns mal ein bisschen Informationen holen, wie wir mehr Frauen generieren. Denn eine Sache war für uns relativ klar, wir wollten sozusagen nicht selber possieren. Possieren nennt man das so, wenn man Frauen, junge Frauen, oder auch ist eigentlich unabhängig davon vom Alter, wenn man Frauen dazu überredet, irgendwie in die Prostitution zu gehen. Also Liebe vorspielen, dann die Masche durchziehen, ja, ich habe jetzt irgendwie Sorgen, ich habe Geldnöte, aber die Schulden werden mir erlassen, wenn du mit dem und dem schläfst. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Wege, wie man dann in die Prostitution getrickst wird. Aber diese Zeit hatten wir erstmal nicht. Wir wollten wirklich auf reisende Frauen setzen, die schon in der Prostitution sind. Aber nachher sollte die Entwicklung dann zwischenzeitlich dann doch nochmal anders sein. Denn jeder hatte uns das gesagt, die auch in dem Milieu aktiv waren, hatten gesagt, ja, aber richtig, das richtig große Abkassieren funktioniert nur, wenn man selber eine Frau hat oder mehrere Frauen hat, die das ganze Geld abdrücken. Das ist zwar verboten, aber wie gesagt, ich muss das immer wieder aus damaliger Sicht sehen. Man hat nicht an den Menschen gedacht, man hat nur ans Geld gedacht. Und Hauptsache, wir verdienen möglichst viel Geld. Und es war dann jetzt so, dann sind wir zur Thai-Massage gefahren, und das ist keine klassische Thai-Massage, sondern hier geht es wirklich um Knick-Knack und Happy End und so weiter. Ja, man denkt ja immer, dass immer wo Thai-Massage dran steht, dass das dann immer mit Happy End ist, aber das ist ja nun nicht so. Und wir sind dann dort rein, ich muss dazu sagen, dass ich noch nie in so einem Laden war. Und wir kommen da rein und wir sind da morgens um 10 rein. Mike hatte mich schon vorgewarnt, dass der Betreiber von dem Laden ein bisschen merkwürdig ist, ja. Ich hatte ja noch so ein Bild im Kopf so von Männern, die das betreiben, ja, die so optisch dann passen, die dann auch was darstellen, die sehr viel auf Optik legen, ja, weil das ja ein sehr optisches Geschäft ist, sei es bei den Frauen, aber auch bei den Männern so. Ich hatte gedacht, jetzt wird hier mal ein bisschen Klischee erfüllt. Wir kommen rein in den Laden und ich denke mir, boah, das ist ja, hier riecht es ja schlimmer als in jedem Asia-Imbiss, ja. Und ich mag Asia-Imbiss, aber ich will da auch nicht den ganzen Tag drin stehen und nachriechen. Ja, wir kommen da rein und dann muss man sich das so vorstellen, dass das so ein, das war so ein, auch in der Altstadt, aber alles auf einer Ebene. Da drüber waren dann die Zimmer, und das waren ja so Zimmer, da waren so Matratzen auf dem Boden, überall waren Räucherstäbchen, ja, in diesen Duftdingern, und ich komme da rein und dann sitzen die so bei den Matratzen und haben da alle, dann haben diese, die Thai-Frauen haben da alle gekocht, das war 10, halb elf oder so, offene Flamme, alles drin, das Fett triefte von den Fenstern runter, und ich habe gedacht, bist du dir sicher, dass das hier eine Thai-Massage ist, dass das hier nicht ein Erlebnisrestaurant ist oder so, ja? Und er sagte, nein, nein. Und dann kamen wir in das Zimmer, wo der Betreiber war. Das war ein Deutscher, der eine thailändische Frau hatte. Und die thailändische Frau hatte sich dann sozusagen darum gekümmert, dass immer genügend junge Thailänderinnen dort anschaffen dürfen in Deutschland. Wie die nach Deutschland wahrscheinlich getrickst worden sind, will ich lieber gar nicht wissen. Das ist so eine Sache, die habe ich damals ausgeblendet. Aber natürlich weiß man das heute, wie das passiert ist, über Geld. Und wenn man erstmal da ist, dann wird man gezwungen oder Pässe weg und so weiter. Also denkt dran, Leute, wenn ihr wirklich euch dafür entscheidet, die meisten Frauen, die dort da sind, die erleben da ein schweres Schicksal. Das ist nicht aus Spaß. Hier geht es um Geld oder es geht um Zwang. Und dann saßen wir da und wir gehen in das Zimmer so rein und dann kommt mir jemand entgegen, der sah aus wie halb acht, wie, also wirklich, was man heute so als Lauch sagt, kommt entgegen. Und alles, was der anhat, war so eine Art String-Tanga. Also nicht hinten, aber so eine Art Tanga-Unterhose mit so einer Goldkette. Und ich, wer ist das denn? Wer ist das denn? Das ist doch nicht der das hier betreibt oder was. Und der setzt sich hin und der passte so in mein Klischee so vom 80er Jahre irgendwie
ja, so möchte gern Lude irgendwie, ich kann das so ganz schwer beschreiben, aber ich habe den gesehen und ich glaube, ich habe total die Gesichtsentgleisung bekommen, weil der ist überhaupt nicht reinpasste, ja, und er setzte sich dann so hin und dann sagte er so, ja, so wegen Frauen, ja, nee, so vermitteln und so, das geht nicht, das waren Kumpels, also der Mike und er, die waren Kumpels, die kannten sich wohl auch aus dem Knast und dann hat er gesagt, ja, so gut finde ich das ja jetzt auch nicht, dass jetzt hier noch neue Apartments aufmachen, ne, dann verdiene ich ja auch weniger Geld und so weiter, das geht so nicht und ja, dann der Mike so, ja, ich lasse mir hier gar nichts vorschreiben in der Stadt und so, ja, und dann haben sie so erstmal sich so ein bisschen das Revier so abgesteckt, ja, also wie hart und so, also wie ernst meinen wir das, dass wir das durchziehen wollen und er will auch zeigen, er lässt sich hier nicht auf der Nase umhertanzen, aber wie er so sagte, ja, das geht so nicht und er sitzt da so und hat sich, glaube ich, einen Joint gedreht und sitzt da so in seiner Unterhose und ich gucke ihn so an und ich denke mir, nee, also du hast leider völligen Autoritätsverlust hier gerade. Ich kann dich jetzt hier nicht ernst nehmen. Also selbst wenn du sagen willst, du willst das jetzt nicht und dann gibt's hier Ärger und Heckmeck und so weiter, dann hätten wir gesagt, ja, dann gibt's den, Digga. Und er hatte uns dann aber einen Tipp gegeben und das war, dass er sagte, ja, wenn sie nicht genügend Frauen haben, die anschaffen, dann annoncieren sie in einer Zeitschrift und diese Zeitschrift heißt Heim und Welt. Und da habe ich noch nie von gehört und ich sagte so, Heim und Welt, was ist das denn? Ja, das ist so eine Frauenzeitschrift. Da habe ich gedacht, okay, das ist sowas wie, ja, so was hier beim Friseur ausliegt oder sonst wo, ne, oder was man zu Hause so liegen hat. Ich bin jetzt nur nicht so der Zeitschriftengucker von Frauen. Und dann sagt er, ja, da annoncieren Frauen drin, die Stellen suchen, oder man kann selber annoncieren, dass man Plätze frei hat und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir uns die Zeitschrift besorgen. Das war gar nicht so einfach, die Heim und Welt ist jetzt auch eingestellt worden. Und den Tipp hat er uns gegeben, dass man da annoncieren drin würde. Und wir haben uns dann da irgendwie getrennt, haben dann auch gesagt, ja, wir bleiben dann hier bei diesem Apartmenthaus 4 und wir können uns gegenseitig schützen, wenn jemand was will und er oder irgendjemand will nachher abkassieren, kommen und so weiter. Dann arbeiten wir doch hier zusammen und wir bleiben doch hier ein Team. Ja, so eine Versprechung sind dann immer schnell gemacht, besonders Versprechen in diesem Milieu. Ja, mit so Handschlägen und mit Versprechen und so weiter, da kann ich mir eine Wand pflastern mit. Da können Leute gerne hier in die Kommentare gerne ihre Erfahrungen reinschreiben, so mit Handschlägen, Versprechen und Brudi. Wir halten das alles ein, wir halten zusammen und so weiter. Ich glaube, da werden reichlich Leute, die das hier gucken, ihre Erfahrungen aus dem Milieu da preisgeben, weil es ist ja immer diesen Mythos, dort gibt es den wahren Zusammenhalt, dort gibt es die wahre Bruderschaft und so weiter. Aber ich glaube, hier können einige was in den Kommentaren dazu auflösen und so weiter. Wir sind dann raus aus seinem Laden, haben uns die Zeitschrift besorgt und die Zeitschrift war wirklich, das muss man sich vorstellen, da war ein Artikel drin, wie koche ich eine Avocado mit Käse zum Abnehmen und der Rest, da waren 40 Seiten drin, ich habe Apartments, ich annonciere Frau aus Polen sucht Platz, Deutsche sucht Platz und so weiter, tausende Anzeigen und da haben wir gewusst, okay, hier müssen wir jetzt annoncieren. Hier geht's jetzt los und wir haben jetzt langsam losgelegt. Der Start steht bevor, dass das Haus eröffnet wird in der Fischerstraße. Wir haben die großen Erwartungen und wie das weitergeht, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Ich freue mich wie immer, wenn ihr hier unten guckt, wenn ihr Pate vom Kanal werdet. Für die Interviews brauchen wir ein bisschen Support, um professioneller zu werden. Ihr dürft gerne auf den Verein gucken, extremistlos.de, der Verein dahinter. Ihr dürft gerne kommentieren, lasst einen Daumen oben da, wenn ihr das gut fandet. Lasst einen Daumen runter da, wenn ihr das scheiße fandet. Und geht auf die Glocke und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es ein neues Video geht. Also Support ist kein Mord, Leute. Vielen lieben Dank und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.